Kartoffelsalat 3, das Musical, die Fortsetzung zu Kartoffelsalat, nicht fragen, aus dem Jahr 2015. Und es hat nie einen zweiten Teil gegeben, weil zweite Teile generell schlecht sind, hat man jetzt direkt die 3 im Titel. Und an dem ersten Film war ja damals eine Sache besonders interessant und spannend, nämlich das Ganze fußte auf dem YouTube-Kanal Fresh Torge, in dem eben Torge Ulrich kleine lustige Sketch-Videos brachte. Und es war interessant, schafft es YouTube, oder schafft es jemand, auf Basis von YouTube Kinocontent zu produzieren? Die Antwort war damals sehr eindeutig, nein. Die Probleme bei Kartoffelsalat, die sind, glaube ich, altbekannt und der Film ist nicht zu Unrecht einer der schlechtesten Filme aller Zeiten auf IMDb. Es war so ein Versuch, mit Nackte Kanone Humor zu arbeiten, der kriminell unlustig war, der überhaupt nicht funktionierte und es wurden so ziemlich die gesamte deutsche YouTuber-Prominenz und sonstige Promis irgendwie in den Film gelotst, so in Gastauftritten, die aber meistens nur daraus bestanden, dass sie mal durchs Bild liefen und Hallo gesagt haben. Und jetzt nach 5 Jahren kommt aus dem Nichts ein weiterer Film der Reihe und die spannende Frage, die nun im Raum steht, haben die aus dem, was damals alles so nicht geklappt hat, gelernt oder machen die denselben Mist noch einmal? Und die ehrliche Antwort ist, die haben richtig gelernt. Zum einen, die Aufmachung des Films hat mich sehr beeindruckt, denn ich habe unlängst TKKG gesehen, es gibt auch den einen oder anderen deutschen Kinderfilm, den ich mal irgendwie geschaut habe und dieser Film ist definitiv für so ein Publikum, wie würde man sagen, um die 10, 12 Jahre gedacht, deswegen fällt es eigentlich noch unter Kinderfilm und da muss er sich in der Aufmachung, in der Darstellung und so weiter kein Stück verstecken. Das ist ein wirklich fürs Kino gemachter, hochprofessioneller Film, der optisch und in der Darstellung sich kein Stück da zurückhalten muss. Inhaltlich ist die Story natürlich dürftig, es kommt am Anfang die Info, die Schule wird geschlossen, wir machen ein Musical und dann reiht der Film eine Gesangseinlage nach der anderen aneinander. Diese wiederum, da kann ich auch wenig sagen. Sie sind gut choreografiert, sie sind okay, es ist nicht meine Musik und es ist definitiv nicht das, was ich im Autoradio hören würde oder so, aber sie funktioniert für das, was hier geboten werden soll, nämlich ein witziges, albernes Musical für jüngere Zuschauer und da kann man einfach nicht dran meckern. Bei den Darstellern und so weiter ist auch so gesehen alles in Ordnung. Was überrascht, Torge tritt im Film zwar auf, aber spielt weiß Gott nicht die Hauptrolle. Das ist eigentlich die Figur Mia. Und auch ansonsten haben wir wieder diverse YouTuber in Nebenrollen. Ich selber muss dazu sagen, dass ich nicht wirklich viele YouTuber kenne. Wahrscheinlich sind mir einige entgangen. Ich habe trotzdem einige wiedererkannt, Gewitter im Kopf zum Beispiel und so weiter. Das wird aber irgendwie nicht so penetrant wie im Erstling mit dem nackten Arsch ins Gesicht dargestellt, sondern es ist halt die Möglichkeit gegeben, diejenigen Personen unterzubringen und dann wird das gemacht. Mir hat es auch inhaltlich gefallen, dass der Schluss des ersten Teils, die Enthüllung, was hinter dem Zombie-Virus stand, hier noch einmal in den Raum gestellt wird. Nichtsdestotrotz. Und was ich noch absolut positiv hervorheben möchte, dies ist wie gesagt ein reinrassiger Kinderfilm, aber er setzt eine homosexuelle Liebesgeschichte mit ins Zentrum und das unaufdringlich und unproblematisch. Deswegen, es war mir klar, zu jedem Zeitpunkt, dass das jetzt nicht wirklich ein großer Kinofilm ist, den ich sehen wollte oder den ich als solchen empfinde. Die Frage war jetzt für mich eben, wie unterscheidet sich der Film vom Erstling? Und da muss ich sagen, auf ganzer Linie. Es gibt ein paar Gags, wo man merkt, ja, das ist dieselbe Quelle wie beim ersten, aber es ist ein komplett anderes Genre, statt Gaga-Komödie eben Musical. Von der Aufmachung her absolut auf hohem Standard. Von allem anderen her ist das eben so ein Film, wo ich als Vater mit meinem Kind ins Kino gehen würde, wenn mein Kind das sehen wollen würde. Ist ein Jahr alt, deswegen wird das noch nicht passieren. Und ich hatte auch in der Reihe, in der ich saß, zwei, ich würde mal sagen, 10, 12-jährige Mädchen an der anderen Seite sitzen. Die sind so an einigen Stellen so abgegangen, haben da laut gekichert und so weiter. Und ich merkte, für die Zielgruppe und so weiter scheint das Ganze wunderbar zu funktionieren. Deswegen, ich würde den Film jetzt gerne unfassbar zerreißen, aber es wäre unfair, denn er hat es nicht verdient. Es ist nicht der Film, den ich jetzt als Mega-Empfehlung hier hinknalle und wo ich gerade den Zuschauern meines Kanals sage, den müsst ihr gesehen haben. Nichtsdestotrotz, unter dem Versuch, diesen Film sachlich zu kommentieren, muss ich sagen, natürlich kein Highlight, ganz sicher kein Blockbuster oder sonstiges, aber man hat hier Möglichkeiten gehabt und diese so gut es geht genutzt und das zu einem absolut zufriedenstellenden Resultat gebracht und deswegen, ich bin selber überrascht, aber ja, ist so.
Deswegen die Frage an euch, wie seht ihr das? Seid ihr von dem ersten so grundweg abgeschreckt oder könntet ihr euch vorstellen, es sich mit diesem mal zu beschäftigen und sei es dann später im Heimkino? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und gerne bis zur nächsten Review. Macht's gut, bis dann, ciao.